Die nächste sonstige Frage stellt der Abgeordnete Holm. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Nochmal eine Frage an Frau Wirtschaftsministerin Tsipras, die Energiesicherheit betreffend. Es gibt seit einiger Zeit wieder verstärkt Diskussionen über die geplante Ostsee-Pipeline von Russland nach Deutschland. Brüssel ist ja bisher hier nicht zuständig, versucht jetzt Einfluss zu gewinnen über eine Änderung der Gasrichtlinie. Polen kritisiert dieses Projekt und der US-Außenminister Tillerson hat jetzt gar gesprochen von einer Bedrohung der allgemeinen Sicherheit Europas. Wie bewertet die Bundesregierung diese Stimmen und wie positioniert sich die Bundesregierung zu diesem Projekt? Die Bundesregierung ist der Auffassung, dass es ein Projekt wirtschaftlicher Art ist, was beantragt werden muss und was nach den entsprechenden Vorschriften zu genehmigen ist. Wir sind nur auch der Auffassung, dass man nicht versuchen sollte, aus irgendwelchen übergeordneten Erwägungen, seien es eigene energiepolitische oder wirtschaftliche Interessen oder andere Interessen, da auch jetzt Vorschriften heranzuziehen, die vielleicht nicht so unmittelbar einsichtig sind. Und deshalb würden wir sagen, man soll dem Unternehmen die Möglichkeit geben, seine Anträge zu stellen und man soll sie auch so bearbeiten, wie es in der Vergangenheit immer Usus war. Die nächste Frage kommt aus der FDP-Fraktion.